Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Epilogs von God of War Ragnarök. Und ich muss sagen, das Spiel war der Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Also der erste Teil war schon extremst gut, aber dass der zweite um noch mal eine Schippe besser wird, alleine hier die, ich weiß nicht, wie heißt das Ding? Wo die Schöpfung begann, ist doch wohl episch. Ohne Ende. Naja, nichtsdestotrotz, wir hatten ja gestern im Video die 8 Berserker, die mitunter ja, recht knackig waren. Und ja, einige habe ich so besiegt, andere waren dann eher eine harte Nuss. Und ja, da bin ich dann doch mal bei YouTube gucken gegangen, ob es da nicht irgendwo ein Bild gibt, mit dem ich die leichter besiegen kann. Und siehe da, es gibt eine Menge Builds, die bei YouTube empfohlen werden. Ich persönlich finde den jetzt hier am besten. Ich habe zwar rein optisch die Drachenpanzerrüstung, allerdings ist das nur eine Transmogrifikation, weil ich die Rüstung am coolsten finde. Und zwar Leviathan-Axt, Stärke 9, Griff der Reflexion, Nödörs-Sturm, Ivaldis Amboss, ist mehr oder weniger Latte, was ihr da nehmt. Ist mir aufgefallen. Naja, Chaosklingen auch, 9. Gehärtete Kriegsgriffe, Tobsucht der Furien, Zähmung der Bestie, der Draupierspeer auch 9, mächtiger olympischer Speerschuh, Stoß der 1000 Soldaten und Artillerie der Vergessenen. Einzig bei dem Schild. Ne? Also ich habe umgestellt, ich habe das Steinmauerschild genommen, weil bei dem Schild, was ich vorher hatte, hatte ich halt nur so ein ganz klitzekleines Zeitfenster für Paraden, die dann zwar richtig reinhauen, aber ja, bei den Berserkern und im Speziellen beim König war es dann nicht so pralle, deswegen habe ich dann das Steinmauerschild genommen. Der Schildzusatz wurde in dem Video empfohlen, den Rundschild der Reinigung zu nehmen, denn wenn Kratos von Frost, Brand, Gift oder Bifrost befallen ist, bewirken Schildschläge, also zweimal L1, eine Statusheilung und fügen diesem Elementarschaden Gegnern zu. Ich habe nur das Problem, ich mache nur Schildschläge, wenn ich blaue Ringe sehe und nicht, wenn ich Bifrost in meinem Lebensbalken drin habe. Das bemerke ich nämlich meistens im Eifer des Gefechts nicht. Deswegen habe ich da wieder umgestellt auf den Rundschild der Störung. Und der hat halt einen ganz coolen Effekt, wie ich finde. Der hat eine geringe Glückschance zur Erschaffung eines Elementarsturms. Und das seht ihr, glaube ich, auch gleich bei der Valkyrenkönigin Gnar. Und ich glaube, gestern bei dem einen oder anderen Berserker kam dann eben auch der Elementarsturm. Ist immer Zufall, was es da gibt. Allerdings aktiviert ihr den eben, wenn ihr blaue Ringe seht. So wie ich das brauche. Wenn ich blaue Ringe sehe, mache ich Schildstoß und dann ist das gut. Na, von daher müsst ihr gucken, was für euch besser passt. Ist nicht essentiell, meiner Meinung nach, für den König oder die Valkyrenkönigin. Ich habe meine Spartan Rage umgestellt auf Wut. Ich benutze nicht mehr Zorn, sondern ich benutze jetzt Wut. Und wahrscheinlich ist dem einen oder anderen gestern eben auch aufgefallen, dass mein Lebensbalken auf Null war, ich trotzdem weiterkämpfen konnte. Und das liegt eben an meiner Rüstung. Und da habe ich Sols Schulterpanzer des Mutes. Und der bewirkt eben, dass Kratos Nahkampfschaden erhöht wird, basierend auf seiner Rage, ist schon mal gut. Erlittener Schaden, der tödlich wäre, wird von verfügbarer Rage absorbiert. Ja. Wir haben die Rüstung während der Kampagne bekommen. Habt ihr also im Let's Play gesehen, wenn ihr das Let's Play gesehen habt. Und ja, wie halt mit solchen Beschreibungen das bei mir ist, ich verstehe sie dann meistens nicht so, wie sie beschrieben wurden. Deswegen muss ich mir dann bei YouTube Videos angucken, wo mir das erklärt wird. Und ja, die Erklärung ist ganz einfach. Ihr habt quasi mit der Rüstung zwei Lebensbalken. Sprich, einmal euren normalen Lebensbalken und dann nochmal euer Rage-Balken ist auch nochmal Lebensbalken. Also habt ihr quasi, ja, doppelte Gesundheit, wenn ihr so wollt.
Deshalb habe ich eben meine Spartan Rage von Zorn auf Wut umgestellt. Denn wenn ich die Zorn aktiviere, ja, saugt er die leer und dann saugt er mir quasi auch mein Leben leer. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, dann nimm lieber Wut. Da kannst du, wenn es nötig ist, Spartan Rage mal kurz aktivieren, also so einen Balken, und kannst dann mit der aktuell ausgerüsteten Waffe mehr Schaden verursachen. Und ansonsten lässt du das Ding in Ruhe und hast halt doppelte Gesundheit. Ne, bei der Arm- und bei der Hüftrüstung habe ich jeweils den Berserker-Hüftschutz bzw. Berserker-Panzerhandschuh. Der Berserker-Hüftschutz, den haben wir, glaube ich, auch während des Let's Plays uns ergattert. Den haben wir bei dem ersten Berserker bekommen in Midgard. Und ja, den Berserker-Panzerhandschuh, den musste ich erstmal suchen, denn den gab es. Bop, 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 bop. Na, ihr seht auch hier, Abschluss 100%. Hier, das ist das Einzige, 99%. Mir fehlt irgendwie ein Wissen, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ne? So, Jötunheim ist gut, Helheim ist auch gut. Wannerheim, Alfheim, Nilfheim. So, in Nilfheim gibt es hier halt noch einen Berserker. So, aber dieses Tor müsst ihr durch Yggdrasil-Samen erstmal freischalten. Das war der Moment im Let's Play, als die Baumratte da, das Eichhörnchen, mir ja, Yggdrasil-Samen gegeben hat für irgendwas und wo ich gefragt hatte, wofür brauche ich die denn? Na? Und ja, die braucht ihr dann eben, um hier dieses Tor freizuschalten oder eben auch in Midgard hier unten den Hain der Zuflucht. Denn da gibt es auch noch eine Blume, aber das Tor erreicht ihr nur durch diese Yggdrasil-Samen. So, und der hat halt die Berserker-Panzerhandschuhe, also der Berserker in, was war das? Nilfheim? Helheim? Schlag mich tot. Irgendwo, wo eisig ist, wo auch die Raben sind. So, und bei den Amuletten habe ich Jötunheims Amulett der Tugend, beziehungsweise Ehre und Beständigkeit. Wichtig ist der Set-Bonus, erhöht Kratos maximale Rage basierend auf seiner Vitalität. Sprich, dadurch erhöht ihr auch gleich nochmal dann eben eure Gesundheit, wenn ihr halt den Brustpanzer benutzt. Das Helheim-Set erhöht den Nahkampfschaden, wenn die Gesundheit von Kratos unter 50% liegt. Und ihr habt es bei dem Berserker gesehen, ihr seht es gleich bei dem König. Meine Gesundheit ist permanent unter 50%. Ich bin froh, wenn ich meinen Rage-Balken noch habe und kämpfen kann. Na, von daher gibt es da eben auch noch mal ein bisschen mehr Power in die Waffen rein. So, und dann habe ich die stärkere Regenerationsessenz, sprich, ja, ein konstanter Gesundheitsregeneration wird hinzugefügt. Das Andenken der Notleiden, die Fähigkeit Permafrost, Verbrennung und Strudel laden sich schneller auf, wenn ein Gegner mit Statusbefall betroffen wird, wurde in dem Bildguide empfohlen. Ich habe es jetzt einfach mal mit reingenommen. Ich glaube aber, ich bin zu blöd, um das zu checken, wenn ich überhaupt, ja, wenn die Fähigkeiten voll aufgeladen sind. Ich weiß, dass der Speer so einen Effekt hat. Also wenn man da eine Reihe von Gegnern umballert, ohne Schaden bekommen zu haben, dann lädt er sich auf und dann kann man den entladen. Habe ich, glaube ich, einmal aktiv gemacht, weil die Tastenkombination so komisch ist. L1 Dreieck, glaube ich, ist halt, um das auszulösen. Und da mache ich mir einen Knoten in den Finger. Na? So. Wichtig ist das Wappen der Verzweiflung. Wenn Kratos Gesundheit auf ein kritisches Level fällt, wird kurz eine unbesiegbare Barriere aktiviert, die bei Abschluss eine Steigerung der Stärke und einen Gesundheitsschub gewährt. Na, das ist so ein, ja. Das ist das Quäntchen, was den Kampf entscheiden könnte. Na? Und mir hat dieses Wappen gefehlt. Ich wusste nicht, wo man das bekommt. Mir wurde gesagt, man bekommt es im Krater. So, ich habe den Krater kurz und klein gehauen. Ja, wirklich, also ich habe da ordentlich Zeit verbracht. Ich bin von Hötzken auf Stötzken bin ich gelaufen. Da gibt es ja eine Menge. Also im Krater, der ist so pickepacke voll mit Quests und hast du nicht gesehen und mit Drachen und allen möglichen Scheiß. Na, da musste ich mir extra nochmal ein Video angucken, wo ich den Gefallen aufgabel,
damit ich dieses Wappen der Verzweiflung bekomme. Und damit ihr das nicht machen müsst, habe ich euch das Video auch nochmal hier reingepackt. Das könnt ihr jetzt im Anschluss euch direkt mal angucken. Da bekommt ihr das Wappen der Verzweiflung. Ist ungemein wichtig gewesen für mich auf jeden Fall, weil ich habe den König mehrere Male, habe ich ihn kurz vor der Enthauptung gehabt, und der hat dann trotzdem es noch hinbekommen, mir im letzten Moment ja, mich aus dem Leben zu ballern, und da wollte ich unbedingt dieses Wappen haben, um dann halt eben diese Millisekunde, die man braucht, eben dann doch nochmal zu bekommen. Und dann letztendlich hat es eben auch hingehauen. Ich habe den König umgeballert, und ja, der König, der gewährt euch eben das Heft von Skufu. Ja, braucht ihr einmal für eine Quest. Zum anderen ist es eine saugeile Reliquie. Na, ihr seht es bei der Valkyrienkönigin, und gleich seht ihr es auch, wenn wir das Spiel platinieren mit der letzten Schmelztiegel-Herausforderung. Und ja, dann wirbeln halt 9 Schwerter um euch herum und schlagen wie blöde auf die Gegner ein. Ich habe es dann auch beim Rabenbaum, weil ich habe alle Raben gesammelt und danach die Rabenkönigin umgeballert. Die hat mir einen Drachen vorbeigeschickt. Ich habe die Reliquie gezogen. Der Drache, der wurde so weggeschmolzen. Naja, also ist richtig geile Reliquie. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine geile Reise gewesen. Es war eine epische Reise gewesen. Und ich bedanke mich bei jedem, der die Reise mit mir gemacht hat. Ich hoffe, das Video gefällt euch als i-Tüpfelchen. Ich bin an der Stelle raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, und jetzt viel Spaß bei den Kämpfen. Bye bye. Was weißt du noch vom Tag deines Todes? Alles ist vernebelt. Ich weiß noch, dass ich nervös war. Diese Brosche. Ich wollte mit ihr um die Hand meiner Liebsten anhalten. Bitte, ich flehe euch an. Stellt mich wieder her. Stellt mein Gedächtnis wieder her. Dann kann ich euch alles sagen, was ich von diesem Tag weiß. Deine Überreste, wo sind sie? Ich schaute hinaus auf das Tal. Dann begann der Boden zu beben. Ich versuchte, einer einstürzenden Säule auszuweichen. Ich habe es wohl nicht geschafft. Wir haben gebracht, was du wolltest. Hab Dank, meine Liebste. Sie wartet auf mich in Folkwangel. Jetzt kann ich sie bitten, die Ewigkeit mit mir zu verbringen. Wie kann ich euch je danken? Sag uns, woran du dich erinnerst. Einen Kampf. Thor und eine Frau mit blonden Haaren. Sie fegten durch das Dorf. Ihre Reiterwut war furchterregend. Thor war wütend? Welche Überraschung! Nein, die Kriegerin. Sie war wutentbrannt und kämpfte auch so. Thor war berauscht, fahrig. Aber sie war von etwas anderem berauscht. Zart. Es geriet völlig außer Kontrolle. Ich sah ihre Wut in jedem Schwung ihrer Axt.
Ihr Kampf zerstörte dieses Land. Diese Geschichten. Ich habe Facezorn erlebt, aber nie in solchem Ausmaß. Wir verbergen gern, wofür wir uns schämen. Fey hatte ihre Gründe, Tor zu hassen. Das Abschlachten der Riesen war Grund genug. Sie war an der Zerstörung dieses Tals beteiligt. Das erfordert eine Wut, die ich ihr nicht zugetraut hätte. Vielleicht hattet ihr mehr gemeinsam, als du dachtest. Wir hatten beide Geheimnisse. Aber eine solche Wut, so habe ich Fey nie gesehen. Selbst die hellsten Sterne unter uns tragen Dunkelheit in sich. Nieder!
Schön vorsichtig! Das ist Bifrost! Manchmal sind sie sich ähnlich. Was willst du jetzt mit Skorpjung machen? Ich werde es nutzen. Nein! Verstehst du nicht, was für eine Geschichte es hat? Ganz zu schweigen von den bösen Seelen. Ich werde Gutes damit tun. Das macht nichts ungeschehen. Nein. Aber seine Geschichte wird noch geschrieben. In Zukunft wird man die gute und die schlechte Seite davon kennen und kann sich entscheiden. Du hast dich geändert, seit wir uns kennen. Ich hatte sehr gute Ratgeber. Fasirs Gedichte, ja? Nicht mein Geschmack, aber ich kauf sie trotzdem. Neuer Vater. Auch Mutter neu, neues Schicksal, voller Reue. Erledigt!
Was auch immer du versuchst, das Ergebnis wird dasselbe sein. Ja! Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Schön vorsichtig. Wie falsch. Das ist Ziegelmagie. Vorsicht! Oh!
urteilst über mich. Du, die so feige war, dass sie damit ganze Welten ruiniert hat. Schwester, ich kenne diesen Hass, der dich verbrennt, dein Inneres. Ich kenne diese Flammen und den Trost, den die Wärme bringt. Ich tat dir Unrecht. Und das kann ich nicht ändern. Mich nie genug dafür entschuldigen. Doch dieser Hass, die Rache, du musst sie aufgeben. Beende es. Ja, Schwester. So, da bin ich wieder und jetzt wollen wir noch mal gemeinsam das Spiel platinieren und dazu fehlt mir jetzt noch hier so eine Muspelheim-Prüfung und ja, die sind ein bisschen komisch, ich habe auch erstmal gebraucht und zwar müsst ihr quasi bei den drei Schwertern, die oben sind, ne? Dort ist eins, dort oben ist eins und da ist eins und da stehen jeweils unterschiedliche Runen drauf und dann müsst ihr quasi im Prinzip die Kombination, die hier vorne drauf steht, hier ist zum Beispiel R und F und ihr müsst dann auch explizit erst das R und dann das F machen, sonst funktioniert es nicht. Ich habe es dann mal, ich stand gerade bei dem Schwert, habe gesagt, komm, dann mach F und R, hat nicht funktioniert, sondern ihr müsst dann wirklich R und F. So, ich habe jetzt das R schon gemacht, jetzt muss ich noch das F machen. So, anwählen. Das Gute ist, ihr dürft quasi aussuchen. Vorher müsst ihr ja alle Prüfungen einmal gemacht haben, sprich bis dann ein Haken dran ist. Zu meiner Überraschung war diesmal die Prüfung, wo man keinen Schaden bekommen sollte, etwas einfacher als im Vorgänger oder ich habe einfach Glück gehabt. Und ihr seht, mit dem neuen Equip und mit den Schwertern geht das wunderbar. Die waren vorher, die waren übelst hart, die Viecher, mit ihren komischen Schilden da. Aber hier, ich habe sogar, glaube ich, vorher nochmal nachgeguckt, ob ich auch wirklich noch den gleichen Schwierigkeitsgrad wie im Let's Play hatte. Aber alles seine Richtigkeit, weil das hat mich so ein bisschen irritiert. Zack, die waren direkt tot. Mit einem Axtwurf quasi gleich weggeschmolzen plus Schild, das hat mich ein bisschen irritiert, deswegen habe ich mal nachgeguckt. Tja, wie kann das sein? Allerdings kann ich das Bild nur empfehlen, ja, wirklich. Ja, nicht nur, dass ihr ohne Ende Gesundheit habt, ihr teilt auch jetzt ordentlich Schaden aus. Liegt natürlich auch daran, dass jetzt quasi alles auf Max ist. Ne? Also
Axt ist auf Maximum, Klingen sind auf Maximum, der Speer ist auf Maximum, plus die Rüstung sind auf Maximum. Und ihr müsst quasi diese Muspelprüfung machen, um eure Rüstung auf Maximum zu bringen. Denn hier diese lodernde Glut und die gleißende Glut, die bekommt ihr halt nur hier bei den Prüfungen. Und deshalb bietet sich das an, die dann mal hier zu machen. Das macht dann schon Spaß, ne, wenn man richtig reinhaut. Übrigens, Freya trägt jetzt gerade die Rüstung der Valkyrenkönigin. Sieht richtig mega aus bei ihr. Und ich glaube, die haut auch mehr Schaden raus. Zack. Waffenmeisterung beendet. Ja, komm, zeig mal die Rüstung von Freya. Da, das ist sie. Das ist die Valkyrenkönigin-Rüstung. Sieht richtig cool aus, finde ich. Bei meinem Rüstungsset sieht nur optisch aus wie die Drachenpanzerrüstung. Ist halt die, die ich euch am Anfang des Videos präsentiert hatte. Ich habe halt nur diese Transmogrifikation genommen, weil ich fand die am leckersten. So, und jetzt müssen wir quasi dann nochmal die Hauptprüfung machen unten bei dem Schwert. Und dann haben wir alle Muspelheim-Prüfungen erledigt und das Spiel ist platiniert. So. Phantom-Herausforderungen, besiegen Sie alle Gegner. Oh, das hat sich als ein bisschen tricky erwiesen, denn ja, ich kriege einmal hier einerseits hier so ein Phantom, ne, das kennen wir ja schon. Erst bisschen einfach die Nuss kloppen, dann die drei Säulen. Umballern. Problem ist nur, ich habe da noch andere Gegner entgegengeworfen bekommen und das habe ich erst nicht. Ich habe mich jetzt auf diese Phantomen da konzentriert und dann auf die bekloppten Säulen. Die Säulen kann ich euch empfehlen, mit dem Speer wegzumachen. Ja, einfach 4-5 Speere reinwerfen. Ja, denn ihr seht, zack. Die Axt fällt kurz vorher ab und dann ist auch schon vorbei und ich muss das Ding wieder bekämpfen. Jetzt habe ich da wieder noch so ein paar Hyopais. Aber ich denke, komm, der Arsch ruft das Schwert beziehungsweise die Schwerter. Also die Reliquie, die ist Bombe, guck mal, was die reinhaut. Ihr habt es auch vorher gesehen bei der Rabenkönigin. Mit ihrem Drache, wie der Drache weggeschmolzen wurde durch die Schwerter. Ne? Also die Schwerter sind echt Bombe. Andererseits ist natürlich auch die Schwerter zu bekommen jetzt nicht gerade easy. Ne? Deswegen, das bekommt ihr dann nur bei dem König. Und ich sag ehrlich, ne? Ich habe auf Story gestellt, den Schwierigkeitsgrad. Also 2 Grade runter und der König, der war trotzdem, war der noch wirklich knackig, ohne Ende, den Wichser. Ihr könnt froh sein, dass ich die ganzen Sachen nicht drin habe im Video. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich gebraucht habe. Ne? Ihr müsst wirklich lernen, ne, wie, was ihr da für Moves habt. Und selbst wenn ihr die so halbwegs drauf habt, da, jetzt habe ich dann noch so ein komisches Ochsenvieh bekommen. Nur jetzt in dem Moment, ich merke es noch gar nicht. Ich kümmere mich da um dieses bescheuerte Phantom. Problem ist eben auch bei diesen Prüfungen, selbst wenn ihr vorher einen vollen Rage-Balken hattet, ihr startet die Prüfung immer mit entleerten Rage-Balken. Von daher nutzt euch quasi das Rüstungsbild nicht großartig viel. Da fiel mir jetzt auf einmal auf, scheiße, wer haut mir denn da so auf die Fresse? Und dann ist das Ochsenfieder hier. Den nehmen wir mal eben weg. So, und da seht ihr, da mache ich dann Fehler, wenn ich panisch werde. Ich hole mein Reliquien-Ding raus, ohne dass ich den überhaupt treffe. Jetzt habe ich noch ein bisschen Rage als Lebensbalken. Da kommt schon wieder ein neuer. Freya schmeißt mir Steine, ist auch cool. Jetzt erstmal
bisschen Distanz kriegen. Bisschen Distanz und den blöden Hund da wegballern mit der Hörner. Komm. Hier die Furien. Jetzt ist der Hundevieh. Ist raus aus der Rechnung. Können wir uns jetzt. Ist auch immer schön, bis ich den Herr schön vollstreckt habe. Ich habe zwar noch wieder einen Berserkerstein, aber muss ja nicht sein. Die Dinge sind ja nicht gerade günstig. Obwohl ich sagen muss, wenn ihr hier die Bruchstücke der von Asgard, die abgeschmiert sind, wenn ihr die Bruchstücke klein haut, da gibt es ordentlich Hacksilber. Also ich habe, glaube ich, als wir das Let's Play beendet hatten, war ich, glaube ich, unter 100.000, also schon fast sogar, ne, ich war pleite. Ne? Ich konnte gewisse Upgrades nicht machen, weil ich nicht genug Hacksilber hatte. Aber da haben wir es beendet. So, und jetzt kriege ich gleich zwei Trophäen. Zum einen Trophäe für alle Muspelheim-Prüfungen und dann direkt im Anschluss die Platin-Trophäe für alle abgeschlossenen Herausforderungen. Jetzt ist eben nur eine Sache, mir fehlt ein Wissensding auf Svartalheim und ich weiß nicht, ob es eventuell ein Bug ist. Ne? Naja, auf jeden Fall, es war ein grandioses Game. Ich werde es bestimmt nochmal zocken, wenn ich halt das Equip behalten kann. Vielleicht mache ich da nochmal einen Schwierigkeitsgrad höher. Und ich habe es genossen. Vom Anfang bis zum Ende. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Let's Play zu erstellen. Und ich bedanke mich bei jedem, der zugesehen hat. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.